Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. Wir sind wieder, wie gewohnt, auf dem A5-Community-Server und tatsächlich wird auch diese Folge wieder eine Fortsetzung bekommen. Und so wie wir das schon mal erwähnt haben in der einen oder anderen Folge, dass wir mal die bösen Jungs sein werden, haben wir, ja, ganz speziell illegale Hinterhofkämpfe veranstaltet. So maybe you fight with the other Bambi, and when you win, you're alive. Okay, fight! Ding, ding, ding. Round one, man. Was veranstalten wir hier, liebe Leute? Welcome to Generous, man. Nachdem wir uns natürlich unseren absolut kranken Perversionen hingegeben haben, haben wir uns auf dem Weg an der Küste entlang gemacht. Und natürlich der ein oder andere, der natürlich schon länger dabei ist, weiß ganz genau, wir sind normalerweise die Bösen jagen. Und solche haben wir in Kamishobo wieder getroffen. Und diese Barriere, wenn man, ihr wisst Bescheid, wenn man da mit dem Auto reinfährt, stirbt man. Bei mir ist einer. Ich komm. Ja. Ich bin tot, ich wurde weggesniped. Schuss von hinten rechts. Schüsse? Und genau an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, lehnt euch zurück, bleibt bis zum Ende dran, jetzt geht's los mit dem Video. Läufst du oben auf dem Berg? Ja, ich komm zu euch. Ah ja, ich seh dich schon. Zombie. Ich komme. Schönen guten Abend. Hallo, was hast du für ein schönes rosa Ding am Arm? Ja, neu. Extra für heute Abend. Weil er ja gestorben ist, ne, und wir keine blauen Armbänder mehr haben. Aber wir können auch wechseln. Dann ziehen wir alle pink an. Der Zombie nervt da hinten gerade absolut. Perfekter Start. Das dürfte Zeleno sein, ne? Und das geht die ganze Zeit schon so. Ja, dann, ich weiß gar nicht, worauf wir warten. Ja. Gut, dann lass los. So, schnell die letzte Dose reinschrauben, bevor es losgeht. Und dann ready. Achso, ja, warte, lass mich auch ganz kurz. Hier so. Anteca Lekarna. Kianet WC. Pokoi Nanatabi 1. Oh, guck mal, Way Out heißt auf Tschechisch Big Soa. Nice. Da lernt man halt hier auch in DayZ einfach fremde Sprachen. In DayZ lernt man so viel über sich selbst. Allein schon, wenn man hier... Ich betone es einfach mal nicht. Let's go. Ah, alles klar. Let's go. Auf dann Zeleno. Doch, Zeleno. Ah, ja. Doch. Der ist aber oben an der Waldlichtung, ja? Ja, wollte ich auch sagen. Der Snipe von oben. Seid ihr schon weiter gepusht? In der Wald jetzt ja. Oben. Immer sagen, wenn du stehen bleibst. Gehen wir Waldlichtung weiter rechts, versuchen von rechts zu kommen. Ja, würde ich auch sagen, dass wir weiter hochgehen. Ich bin hinter euch. Ab. Weil vielleicht kriegen wir den von hinten. Von hinten hat er gesagt. Nein! Passend zu den Armbändern. Absolut rosa hier an der Stelle. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Ich bleib hier im Gebüsch, guck mal. Ist halt die Frage, wie hoch der jetzt war, ne? Es ist jetzt natürlich nicht zu bestimmen. Verdammte Kacke, ich sehe von hier gar nichts, ne? Ich bewege mich hinter euch durch. Oder war der vielleicht sogar noch weiter rechts an der Waldlichtung? Also, dass der jetzt rein theoretisch hier über die Lichtung drüber ist und dann dort im Wald. Bei der Scheune weil, irgendwo. Weil da hat er nämlich einen Spot direkt aufs Prison drauf, ne? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich glaube, beim Server Restart ist die Scheune auch zu, normalerweise, nach Server Restart. Meinst du, diese Seite ist zu? Ist eine Seite nicht meistens sogar offen? Ich weiß es nicht. Also da bin ich mir echt nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Ne, ich auch nicht. Trotzdem mal aufpassen. Ja, komm, wollen wir dann rechts hier rüber den Wald nochmal abchecken? Und dann ja, lass rüber.
Die sind safe da unten. Aber wahrscheinlich wird halt jetzt gerade nicht rumgeballert. Beim Zeleno kannst du ja einige Zeit verbringen. Ach, wenn wir dann wieder runtergehen, dann wird von irgendwo wieder gesniped. Ja. Feuerwehr ist offen. Die Tür? Ja. Eingangstür, ja. Aber ich habe die ganze Zeit im Blick, aber da bewegt sich nichts drin. Die Tore sind noch zu von der Feuerwehr. Ja, Männer. Ja, gehen wir da runter, oder? Ja. Instant rein in den Tod. Ich renn vor. Also es leckt schon mal, ist schon mal ein gutes Zeichen. Bei mir auch. Ich gehe mal direkt ans Double Green erst. Zombie-Aggro wäre jetzt hier nicht so geil. Ich bin im Double Green jetzt. Mach die Tür hinter dir zu. Nice. Ist halt die Frage, sollen wir Harakiri jetzt wieder Richtung Prison oder sollen wir uns langsam vorkämpfen? Mal Richtung Feuerwehr, aus der Feuerwehr spotten. Richtung Prison, weil da kannst du ja auch in das Fenster aimen, ne? Das ist wirklich mal ein bisschen vorsichtig vorgehen. Ich mache hier unten die Tür auf und mach mal den Zombie weg. Ja. Wenn er hierher kommt, wenn er Bock hat. Gut, ich push Richtung Feuerwehr. Jo, bin bei dir. Ach shit, Zombie-Aggro. Ja, nehm ich mit. Boah, das ist aber laggy hier. Nein! Wer hat geschossen? Ich war das. Ich hab auf die Waffe gewechselt. Ich kann nicht wechseln. Nein! Komm rein. Geh unten in die Halle. Oder komm, ja, Haupteingang. Scheiß. Oh shit. Da so war's das mit dem Überraschungsmoment. Ich muss einen Reload machen, scheiße. Kann nicht mehr wechseln von meinem Inventar. Ich sehe einen Spieler auf der roten Halle, der spottet zu uns oben drauf. Du kriegst den Easy Bags. Okay. Der spottet auf mich. Der hat mich übel im Visier. Ich sehe ihn noch nicht. Auf der roten. Alle. Genau auf der roten, ja. Ah, links, lastig, ne? Genau. Du müsstest den übel geil wegkriegen, Bex. Der kriecht jetzt ein bisschen nach rechts. Ich weiß nicht, was der vorhat. Ich kann nicht durch das Fenster schießen. Was ist das? Geht's weiter? Ich geh noch ein Stück höher. Ich kann auch nicht durchschießen. Ich schieß nicht mal jetzt gerade habe ich gegen die Glasscheibe geschossen, aber sonst nicht. Und es kommt einfach nicht an, ne? Krieg ich mal kurz auf die andere Seite. Ich habe keine Munition mehr. Tür? Gehört... Ne, das war ich, Türe. Ich habe mich gerade hingelegt. Ah, okay. Ich komme auch mal ganz kurz... Ach, du bist im Turm, ne? Ich bin ganz oben. Jetzt erst. Ja, warte, ich bin jetzt direkt auf der Leiter. Ich bin direkt auf dem Dach oben. Ich leg mich jetzt gleich hin. Holy shit. Ich sehe ihn nicht mehr. Ah doch, der liegt immer noch da, ne? Ja. Ja. Hit. Ich hab ihn. Nice. Dead. Sehr schön. Du hast wieder nur einen Hit gegeben mit der VSD, ne? Egal, Hauptsache dead. Aber so komisch, ich war vorher, als er da gelegen hat, genau drauf und die Schüsse sind 2 Meter vorhin in den Boden eingeschlagen. So war das bei mir auch. Ich war auch genau drauf, aber dann kam so dieses Glasscheiben-Effekt mäßig durch die Scheibe schießen und der Schuss kam einfach nicht an. Der hätte von da oben ganz easy wieder durchs Fenster geschossen und hätte uns auf der Treppe erschossen. Ich mach eine Tür auf. Ja, aber ich würde sagen, wir scheißen auf den Looten, ne? Weil da hochklettern, den Looten auf gar keinen Fall.
Lass uns safe wir vorgehen. Alle hin oder soll einer von hier noch ein bisschen. Ja, Bex, wenn du auf die rote Halle möchtest, hau rein. Also ich bin kein guter Sniper. Das komm, ich probier's. Nahkampf. Ich probier's. Ich würde die Zombies. Ich kann auch mitkommen, nicht, dass ich euch jetzt im Stich lassen will, aber von hier oben habe ich halt echt gut. Ja klar, natürlich. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Ich würde ganz kurz. Messer ausgerüstet. Nee, lass mal. Wir sperren die Zombies hier in der Feuerwehr ein. Dann hat Bex automatisch ein bisschen Deckung unten noch. Türen alle zu hier. Hier ist schon mal einer. Boah, das ist aber ziemlich viel Aggro, ne? Bringen sie alle mal mit. Ja, wir sperren die jetzt hier alle großzügig ein. Das Geile ist, man hat richtig viel Platz hier in der Halle. Achtung, das ich habe eine ganze Horde hinter mir. Nice. Okay. Und jetzt geh raus, geh du durch die Türe? Ah, perfekt. Perfekt. Alle auf einen Schlag. Ein Zombie war links noch. Lass rechts rumlaufen. Ich bin hinter dir. Ich bewege mich jetzt da nach oben. Oh shit. Bitte keiner auf mich schießen. Ich stehe unten und lenkt das Feuer auf mich. Hoffe ich mal. Come on, Bro. Renn doch. Ja, okay, der hatte eine VSD. Warte mal. Windmuni wäre auch noch wichtig, falls er hat. Mitnehmen, bitte. Ja, bitte auch. Windmunition bräuchte ich auch mal noch ganz dringend. Eine Weiger. Wer nimmt denn bitte eine Weiger mit, Bro? Eine Kochsalzlösung, der hat noch eine La. Nimm mal bitte die La mit. Schmeiß ihn doch einfach. Schmeiß runter einfach. Schmeiß nach vorne, nicht nach hinten. Ich renne eben drum. Bin vorne. Okay. Perfekt. Ich hab die La. Geh wieder unten in die Halle rein. Jo. Der hat noch Handfeuerwaffe, Weiger, Messer. Ansonsten nichts Besonderes. Ich komm wieder runter. Okay. Munition hat er auch, definitiv. Alles klar. Ich komme auch runter. Mhm. Jetzt halt die Frage, sollen wir noch Prison gucken oder El Baracke oder sollen wir gleich los durchziehen? Mir ist es egal, wie ihr wollt. Drei Leute sind noch vorne. Wo sind denn die Zombies eingesperrt? In der großen Halle. Geh da nicht rein, da sind über 10 Stück drin. Oh. Ich bin in der großen Halle, ich geh mal schnell raus. Wo seid ihr? Wir sind noch vorne Eingang. Wir kommen raus. Ja, ich würde sagen, Prison brauchen wir nicht mal gucken. Ich denke mal nicht. Weil ich habe auch die ganze Zeit auf die Fenster geachtet, als wir auf den geschossen haben. Hat keiner irgendwie rausgepiekt oder so. Okay. Dann war das aber der mit dem Sniper, wo geschossen hat. Denke ich auch, ja. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Unser guter Noise möchte sich uns anschließen und er ist momentan in Pavlovo Military. Deswegen haben wir unsere Sachen gepackt und sind so schnell wie möglich nach Pavlovo rein. Hast du was gesehen vom Berg aus, Noisy? Nee, bis jetzt ist noch alles ruhig. Stat? Da sitzt er, ja, wir. Oh. Hallo. Habt ihr noch so ein Teil? Ein rosanes für mich? Ach so, ja, komm her. Wo bist du denn? Hast du da? Hier. Spieler auf der Schule, Leute. Auf der Schule? Ja. Auf der Schule? Der ist jetzt. Nee, der hat uns nicht gesehen, der hat in die andere Richtung geguckt. Seid ihr im Krankenhaus noch drin, oder? Nee, hier oben auf dem Berg sind wir. Oh, habt ihr geschossen? Nein. Ja. Guckt rechts raus gleich. Ich gehe ins Krankenhaus rein. Seid ihr unten oder oben? Ich komme zu dir ins Krankenhaus. Hey, hätte der nicht eine Sekunde länger da stehen können? Wir sind nicht im Krankenhaus, wir sind auf dem. Guckt links, der ist links. Was? Ist dead. Hab ihn. Stark.
Ich bin im Krankenhaus. Ja. Wir sind auf dem Felsen oben, wo wir mal spotten. Ich gehe einmal nach oben. Aber passt auf, ich kann mir nicht vorstellen, dass der alleine war. Aber mir ist egal, wir können auch mal hin. Wir können es ja mal probieren, oder? Zumindest mal in die Richtung. Okay. Ich laufe rechts runter. Ja, ich fange Percy ein. Oh. Wir sind jetzt unten an der Schule an der Tür. Ich bin an der Mauer rein. Hinter euch. Ja, alles cool. Die Türen zu. Ich hab Agro. Tja, auf wen oder was hat der geschossen? Oh, der hat ein bisschen Windmuni. Ich kann ja keine Munition rausnehmen. Nimm die Jacke in die Hand, wenn es nicht geht. Ich hab jetzt nur einmal Windmuni rausgenommen, da ist jetzt noch einmal. Stimmt. Oh, der hat noch eine M4. Darf ich mir die grappen, das Mac vielleicht? Mach, ich hab 1, 2, 3, 4, 5. Nachdem wir natürlich diese kleine Aktion hier in Pavlovo Military hatten, sind wir direkt nach Balota gerannt und dort, ja, haben wir unseren absolut kranken Perversion freien Lauf gelassen. Steht da ein Bambi auf der Straße? Da vorne? Ja, ja. Läuft nach rechts. Über Phallus? Überfall. Gamechat? Hello? Da steht er am Schild. Hey Bro. Hm? Freeze, man, hey, freeze. Hands up. Don't move. Hands up. Yo, buddy, stand up. Can you talk? You got a mic? Ich fessel ihn direkt. So. Do you have a mic? It's better for you when you talk with us. Bambi hinter uns. Da kommt noch ein Bambi. Hey buddy, talk with us. Can you talk? Hey buddy. Hey buddy, what's up, man? Can you talk? Yeah. Oh, he's all jamming, no? You know this guy? Your friend. So don't wiggle, man. Don't wiggle. Don't on wiggle. The ground, on the ground. No. Go in the double green. Behind you, man. Behind you. In the double green. We don't want to kill you. Stand up. So, what'd you do here, man? You alone? Hey, buddy. Where are we? Where is this? I'm trying to get No, that's Balota here. Oh, we're in Balota, are we? Yeah, on the hey, south. Ich hab eine Idee, was wir machen. Wir machen jetzt einen Boxkampf gegeneinander und wer überlebt, darf gehen. Okay. Ja, machen wir. Okay, bro. So now you got two choices. So maybe you fight with the other Bambi and when you win, you're alive. Okay? Or you die straight ahead. Yeah, auf euch. Nice, perfect, okay. Er möchte kämpfen. Wir haben den ersten Kämpfer. And you? You, buddy? What's your plan? Yeah, you want look? Ich hab jetzt mal seine Waffen abgenommen. Boxfight? Oh no, still, yeah. I'll back the other guy, yeah. Yes. Muhammad Ali vs. Mike Tyson. Conor McGregor. Okay, you can wiggle. You can wiggle. Okay, I'm gonna move. Kill my point, der hat seine Waffe dabei, ne? Der hätte uns gefährlich werden können da oben. Die ist geladen, die Emblem. Hey, I should get my runners back. I'm gonna get caught easy. Or he takes off his runners. Oh, I take it off my runners. Yeah, take your helm off so it's more fair, you know? Yeah. Your helm. Yep. Okay. Okay, fight! Ding, ding, ding. Round 1, man! Was veranstalten wir hier, liebe Leute? Was soll das? An der Stelle sind wir jetzt mal die Bösen. Der Gewinner hat noch gleich einen Gegner übrig, ne? Oben wartet noch einer. Ja, müssen wir nur gucken, vom Leben her. Oh, he won it.
These guys, very good fighters, man. Oh shit, oh shit. Who's win? Who's win? Who will win? Oh, oh. Ich liebe Daisy. Oh, damn it, man, damn it. So, du schaffst es. Komm, gib ihm. So, liebe Leute, aber bitte nicht nachmachen, ja? Oh, oh. Wir haben einen Gewinner. This guy is the winner, so that's for you. You got a Pepsi, man. You can take. There was another person that was following me here too. Another person? I don't know. Yeah, I don't know where he is. This is. Oh. Yeah, I got shot. Definitely wasn't. That was not him. I don't know where he went. Might be still hiding here. Yeah. So when you want, you can take your shoes back and your helmet. Just shoot me, cause my buddy died down like farther down the road. So serious? Yep. 100%. Go ahead. So we have to kill you, or what? Die beiden Schuhe an? Or you want to try it to fight this one? I mean, I'm in red health, so he's gonna win. You wanna die, buddy? Yeah, just shoot me. Okay, so now when you want, you can try it. Maybe you win. After that, your prize is I kill you. Okay. Okay. Okay, buddy. So Grey Dog. You can wiggle your out. Oh no, it's not possible. Habt ihr die Schlüssel für die Handschellen? Yeah, wiggle your out. And you have to fight this guy. He's a fucking good fighter, man. When you win, you're alive. When you die, you die. Also, an dieser Stelle sind wir jetzt mal absolut die Bösen, liebe Leute. Bitte nicht nachmachen. Ja? Aber wir wollen euch ein bisschen unterhalten. Okay, when you want, start. Yeah, he got this fucking shit on his hand, ne? Checkt einer noch ein bisschen Balota-Seite. But a little bit unfair, because you got this stuff in your hand, you know? So I give you the choice. you can throw all your clothes when you want. You don't want it. You hear us. Okay, nice, perfect. Okay, and now you can run away. You're alive, man. No, welcome to Generous, man. Warte. No. Bye, boy. Bye. Okay, wer schießt ihn jetzt in den Rücken mit dem Sniper? Ihm Menschenfleisch geben, als Belohnung. Darf ich ihm noch einen Headshot geben? Ja. Nee, Lars, komm, er hat gewonnen. Echt jetzt? Dann müssen wir auch fair sein. So, ein bisschen Angst machen. Gut. Jetzt, wenn man neben ihm schießt. Nee, hier sind zu viele Zombies. Was hier auf einmal los war, Bletch, kam dann noch ein Bambi. Und er wollte auf einmal fighten. Ich sag so, auch auf Englisch, hab versucht ihm zu erklären, ja, willst du zugucken, hier ist gleich ein Boxfight. Er sagt so, ich will boxen. Das ändern wir an dieser Stelle mal, liebe Leute. Wir nehmen hier ein bisschen. Das Fett. Okay. Ich kann's nicht aufnehmen. Doch, jetzt. Ich hab's auch in der Hand. Perfekt. Dann haben wir ja schon mal genug Menschenfleisch. Ja. Oder Menschenfett. Military? Ja, können wir machen. Let's go. Aber geil, Alter. Liebe Daisy einfach. Macht so Spaß. Endlich mal nicht nur immer Friendly Challenge. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Nachdem uns die Bambis in Balota erzählt haben, dass sie in Kamishobo erschossen wurden, dachten wir machen uns auch direkt auf den Weg nach Kamishobo. Und was wir dort vorgefunden haben, das seht ihr jetzt. Ey, davon läuft jemand. Ja. Oh, in-game? Yo, bro, what's up, man? Hello. I'm Emily. What you doing here alone, man? What? What you doing alone? You got friends or alone? I don't understand. I so bad speak English. Where you from, buddy? I'm from Russia. Oh, привет, my friend. Привет. Привет. Как дела?
Tripalowski, Tripa Tripalowski, Adidas Kozowski. Do you have water? Yeah, we have a little bit. We can give do you spe- need food? Give me. Yeah, do you need food, man? I don't need food. You see this sprite? I can give you a little bit to eat, you know. It's good. Take it. Thanks. Don't. What's my soup? So what's your plan? Where you want to go? I go to Chernogorsk. Make a little bit party. Was machen wir mit dem? Gute Frage. Ich würde dir sagen, fesseln. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, der war jetzt voll nett, ne? Ja. Okay, Buddy. Stay friendly. Bye. Ah, wait, we got something for you. Gibst du ihm eine Multi vielleicht, bitte? Ja. So, wait. Only tablets. For you. So, you're more safety, man. Multis. Nice, man. Nice to meet you. Stay friendly. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. And stay alive. Wir sind einfach zu gut. Mann. Ich schwöre, ich wollte sagen, wir sind einfach zu gut für diese Welt. Der hat das aber gecheckt, der hat die ganze Zeit immer schon, wenn ich so hinter ihm gehen wollte, ist er nach vorne gegangen. Ich wollte ihn ja die ganze Zeit fesseln. Ich habe ihm ja schon Menschenfett gegeben, ne? Aber. Zum Essen? Also hast du ihn gefüttert? Ja. Auf einmal wird er gleich so in 5 Minuten krank. Nee, deswegen die Multi, weißt du? Die hilft nicht mehr. Das war zu spät. Ich glaube schon, ich glaube schon. Das letzte Mal hat es auch geholfen. Wenn du rohes Hühnchen oder so isst und danach eine Multi nimmst, ja, hast du zwar 30 Sekunden. Aber nicht beim Menschenfleisch. Oh. Egal, Karma, ich wollte es wieder gut machen. Bei Tierfleisch, rohes Tierfleisch, so funktioniert es noch. Na klar, aber nicht beim Menschenfleisch. Da vorne ist ein Spieler. Wo? Läuft jetzt gerade nach links. Das sind zwei Stück. Bewaffnet, Vorsicht. Ja, haben eine Waffe in der Hand, so wie das gerade aussah. Ich weiß aber nicht, was für eine Waffe. Ja, deine. Warte noch. Sagen wir versuchen noch näher ranzukommen. Ich bin gerade schon ein bisschen auf dem Weg nach vorne. Das Gute ist, wir haben hier so viele Hügel und so viele Büsche, also Vorsicht. Der eine aimt zu uns. Die haben uns gesehen. Das ist suboptimal. Er ist irgendwo direkt vorne an der Straße. Einer ist noch am Zaun. Ja, der hat geaimt hier vorne an der Straße am Zaun. Ich sehe die nicht mehr. Ich habe sie auch noch nicht gespottet. Die waren direkt hier vorne. Direkt. Hier vorne ist diese eine Hütte. Ah, da ist einer hinten gerannt. Da am schwarzen Haus jetzt. Schieß. Ah, ich sehe einen. Ich sehe keinen. Er ist in das schwarze Haus hier vorne. Aber war nicht gut zu schießen. Dass sie sicher sein müssen. Ich hab genau auf seinen Kopf, ich hab zu weit eingestellt. 400 Meter aus. Ist er in diesem Schuppen oder ist er da dahinter? In diesem schwarzen Holzhaus? Okay. Okay. Immer noch im schwarzen Haus. Ich sehe ihn, der kommt jetzt raus. Hab ihn. Nein. Nee. Hat einen Hit. Die waren aber zu zweit, Leute. Ja, ich bin weiter rechts. Schüsse auf mich. Schüsse. Nee, irgendwo vor uns. Da hinterm Haus ist noch einer. Hinterm Haus. Hinterm Haus. Auch dieses schwarze. Hinterm schwarzen, ja. Ja,
im schwarzen. Ich sehe, nein, der ist rechts. Jamaika, Jamaika. Er hat einen Hit von der La in die Fresse, durchs Fenster. Jamaika, Jamaika ist, Jamaika ist noch einer. Und links, wow, da daneben. Das sind drei. Wow, 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 wow. Ich sehe keinen mehr, Jungs. Links, links im gelben Busch, neben diesem kleinen Schuppen, da war einer. Ich glaube, ich hab den aber, dass der dead ist. Scheiße, ey, Zombies der, jetzt. Der im schwarzen Haus. Es kommen sau viele Zombies. Der im schwarzen Haus guckt aus dem Fenster, ich schieße ihm in die Fresse, er überlebt es mit der Lane. Er hat die Tür zugemacht, auf jeden Fall. Vorsicht, links, links, gell, Vorsicht noch. Ich weiß nicht, ich müsste, der müsste eigentlich tot sein. Schmeiß mal einen Elf zum Schwarzen aus. Jamaika ist auch noch einer, wir schießen da rechts die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit, ich habe so viele Zombies gerade hier neben mir. Die sind alle auf mich gegangen. War das einer von uns, die Schüsse? Nein, das war eine Weiger. Bei mir ist einer. Ich komm. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach, das ist ein Bambi, das ist ein Bambi. Ja, okay. Vorsicht, hinterm schwarzen Häuschen. Hier links der Schuppen, da ist ein gelber Busch. In dem gelben, ja, Busch war einer drin, da habe ich hingesniped. Ich weiß nicht, ob der umgefallen ist. Der liegt, wenn dann, im Busch jetzt drin. Ich habe nicht gesehen, ob der umgekippt ist. Ich glaub's mal nicht. Hähnchenauflauf ist neben mir. Das ist Hähnchenauflauf neben mir. Knallen ab. Ich push mal darüber. Hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ich hab den einen hier. Der ist, okay, tot. Ich push zum schwarzen Haus. Der ist da immer noch drin. Dito. Der ist da immer noch drin. Oh, aua, 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 aua. Von wo? Der durch die Wand, durch die Wand. Das war ich, durch die Wand, aus Versehen. Ich hab ihn. Ich hab ihn, der ist dead. Ich blute, oi, oi, oi. Ich komm da schnell rein. Oder hat er auf dich dann noch geschossen? Weiß ich nicht. Weil ich nicht. Ich hab durchs Fenster direkt auf ihn geaimt. Ich hab großes Energie. Du hast mir meine Halde zerberstet. Nee, dann kann ich das aber nicht gewesen sein, weil ich hab noch durchs Fenster. Da schießt einer vor uns. Ich? Nee, ich hab mal auf einen Zombie geschossen. Achso. So. Ja, guck, hatte die der? Haben ja auch wieder eine Falle aufgebaut, die Assis. Wer steppt hier? Das bin ich. So, liebe Leute, hier sieht man natürlich den Beweis, dass wir jetzt nicht wahllos irgendwelche Leute töten, aber genau diese Leute machen hier so eine Barriere. Und diese Barriere, wenn man, ihr wisst Bescheid, wenn man da mit dem Auto reinfährt, stirbt man. Was heute los ist? Luca lässt uns gar nichts übrig. Wir pushen den extra Neus und ich an der Tür und er steckt sich durchs Fenster. Ja, ich bin links gelaufen. Kann man die Sachen kaputt machen? Ey, braucht einer noch was? Guck mal, da hinten im Busch liegt auch noch einer. Der ist hier hinten links im Busch. Den hab, pass auf, hier hat noch einer mit einer Weiger geschossen, ne? Das war der, glaube ich, der hat eine Weiger. Ne, KM hat der in der Hand. BK33 hat er hier. Der hat auch noch ein bisschen was, aber auch nicht der Knüller. Ja. Ich bin tot, oh. Ich wurde weggesniped. Schuss von hinten rechts, ja. Felsen, glaube ich, Felsen, oder? Ah, oh, verdammt. Felsenhöhe. Vor allem immer Boss. Warum immer ich, ey? Weil du immer stehen bleibst. Ich glaube, ich sehe ihn sogar. Wow. Ich habe keine Minute. Der muss da links oben sein. Der liegt unterm Berg. Unterm Baum. Ich habe jetzt direkt einen Baum da davor. Ich sehe den leider nicht. Ich habe kein Mündungsfeuer gesehen. Ah, ich sehe ihn laufen. Der pusht runter. Richtung Felsen jetzt. Der will zu mir. Ich habe kein Leben mehr. Ja, wir decken dich. Das ist okay, wenn er dahin rennt, dann ist gut. Nee, der liegt immer noch im Baum oben. Oben links. Neben dem Felsen. Okay, dann sind es aber mehrere Leute, Vorsicht. Weil da ist nämlich einer gerade runtergerannt. Den habe ich gesehen. Ja, der piekt, der ist jetzt linke Seite. Ja. Ich sehe den, der hat ganz weiße Klamotten an. Mhm. Ich sehe ihn nicht. Beschreib mal bitte, Leute, wo die sind. Ist dead. Yeah. Einer ist dead. Wo ist der andere?
siehst du, Beck, siehst du den großen Felsen vorne im, ja. im Hügel? Genau da drüber ist doch so ein weißer Baum, so ein hellerer Baum. Ja, aber da ist keiner. Ja, da links lag jetzt gerade den ich erschossen habe. Und der ist von oben rechts runtergerannt. Und ich glaube, der eine ist rechts davon, weiter oben. Wenn es zwei waren jetzt. Also ich sehe da oben jetzt keinen mehr, außer die Leiche, die da oben liegt. Das Gute ist, ich habe ihn gesehen, wie er runtergerannt ist. Spieler, rechts. Wo? Genau neben dir. Da. Wo? Neues, was redest du? Hier ist keiner. Da im Wald ist er gerade reingerannt. Er stand genau hier neben dir. Echt jetzt? Ja. Mit dem blauen Rucksack. Ich hab den nicht gesehen, Bro. Darum hab ich gesagt, hinter dir. Weil du standst gerade zu mir und ich sag hinter dir. Und du guckst gegen die Wand. Ah, da ist er. Ich sehe ihn, ja. Tot? Keine Ahnung. Hatte der eine Waffe? Ich glaube auf dem Rücken, ja. Schuss bin ich. Ja, der ist tot. Der ist dead. Also habe ich den erwischt einfach so? Ja. Krass. Sauber. Weil ich habe ihn nach rechts laufen sehen, in so einem Busch rein und habe einfach gefeuert. Ja, der ist umgefallen. Ja. Dr. Teufel versorgt dich mit Drogen. Dankeschön. Irgendwie nimmt er sie nicht. Wie sieht dein Blut aus? Blut ist voll. Okay. Also ich hab deine M4. Aber wir müssen hier auf den... Oh, Schüsse? Ich bin tot. Och. Da ist er. Ja, wie... Ja, jetzt zu zweit. Drüben andere Straßenseite war einer, ne? Ja, der ist hier nach rechts gerannt. Ist jetzt auf meiner Höhe irgendwo. Wo bist du? An diesem Schuppen, wo Percy lag. Okay. Der müsste einen Schuppen vor mir sein. Ich push zurück, ich push in deine Richtung. Okay. Ja, der ist da. Hört ihr denn eigentlich keine Steps oder so? Weil die euch immer so überraschend töten können. Das war mit einem Snipe. Ich wurde auch einfach weggeschossen von irgendwo. Nee, er stand direkt neben dir. Auf der Straße. Wo warst du denn, als du gestorben bist? Der ist am Busch. Bex, der ist am Busch. Ja, welcher Busch? Da, wo Percy liegt. Ah, okay. Ja, ich sehe ihn. Der rüstet sich wieder aus. Ich habe kein Aim auf den. Ich probiere mal andere Straßenseite rüber. Und dann mit dem Sniper vielleicht von der anderen Seite. Ich bin jetzt bei Rot. Ah, ich sehe ihn. Er kommt jetzt zu zweit. Ja, ich sag doch, zu zweit. Ich glaube, die haben mich gesehen. Einer ist dead. Okay, warte, ich komme von weiter rechts. Ich habe keine Muni, ich muss nachladen. Ich sehe den anderen. Hit. Ist er hinterm Auto? Ja, hinter dem Zaun da. Ja, bei mir. Rot-grün ist der. Oh, ich bin fast da. Ah, ich seh ihn. Hat Hit, ist dead. Stark, ey, wieder ein Hit gegeben mit der La, ne? Ich dreh am Rad. Hähnchenauflauf. Ah. Ach, das war wahrscheinlich dafür, dass ich ihn gerade gekillt habe. Bei mir ist noch einer, ein Bambi. Ja. Ist tot. Was ist hier los, Mann? Jetzt ist die Frage, warte mal, hier liegt Noisy. Ach du Scheiße, Alter, wir können echt nichts mehr mitnehmen. Ich bin in zwei Minuten da. Ich kann meine M4 einpacken. Ich nehme deinen Rucksack in die Hand. Tu dafür, die La ist drin. Oh Gott, warte mal. In der Elektro geht's gerade schon wieder richtig rund. Hört ihr das? Ja. Ich lauf mal ganz kurz Richtung Strand und leg den Rucksack hier irgendwie in den Busch oder so. Ich bin Bambi am Bahnhof. Ich bin am Auto.
Ich bin am Auto hier an der Sackgasse. Das bist du, Neusi, hier, ne? Ja, ja. Okay, sauber, perfekt. Das ist doch geil. Ja, okay, dann gehe ich wieder zu deiner Leiche. Das bist du, ne? Ja. Hier vorne? Ja. Ja. Krass, ich habe Neusi spawnen sehen. Das hatte ich ja auch noch nie. Da haben wir den Leuten einfach wieder das Leben schwer gemacht und hier liegt auch Menschenfleisch. Also haben es auf jeden Fall nicht die Falschen getroffen an dieser Stelle. Hier liegt ja überall Menschenfleisch. Was geht denn ab, Alter? Da liegt auch noch der andere. Der hat auch noch eine KHM mit Trommelmag, falls alle Stricke reißen. Und ich habe ja von dir noch dein Nachtsichtsgerät. Das kann ich dir auch wieder droppen. Mhm, perfekt. Dann setze ich mir meinen Helm wieder auf. Warte, ich drop mal ganz kurz den Helm. Ach, zack. Die Jacke ist kaputt, scheiße. Jetzt brauche ich nur Wer schlägt? Hey, warum boxt ihr euch denn jetzt hier? Das ist ein Spieler, nein, das ist ein Spieler. Weh. Er ist tot. Ja, wie hieß der? 10-9. 10-9. Liebe Leute, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, wird es natürlich von dieser Folge eine Fortsetzung geben. Bleibt da auf jeden Fall dran, um diese Folge nicht zu verpassen. Wir wären dann schon wieder am Ende von diesem Video. Über eine Bewertung und Kommentare würde ich mich natürlich mega freuen. Und wie gewohnt, liebe Leute, hier in der Endscene habe ich noch andere Daisy-Videos für euch verlinkt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.